Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Long Dark. So, ich habe gepennt, habe ich. Ich habe gepennt, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe kalt. Und ich habe 12.26 Uhr auf Uhr stehen, das heißt, mitten am Tag aufgehört. Das ist ja auch mal was Neues. Was wollte man denn jetzt eigentlich gemacht haben? Ich glaube, es war irgendwas von wegen Essen, Trinken und nicht sterben. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Ich habe im Moment 13 Tage, 34 Minuten auf der Uhr stehen. Ich könnte jetzt natürlich erstmal wieder ein, zwei Tage skippen, weil ich glaube, wir hatten sehr, sehr viel Essen da. Und sehr, sehr viel trinken sowieso. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Zustand 70%, ja. Das ist alles noch richtig supi. Da können wir uns jetzt einfach nochmal ins Bett kleben und bis zum Abend, würde ich mal sagen, schlafen wir erstmal nochmal. Hier so 20.30 Uhr. Dann können wir uns nochmal eben vollschopfen für die Nacht und dann bis zum nächsten Morgen durchschlafen. Weil ich will mir endlich mal dieses Pazifisten-Moped schaffen. Und eventuell eventuell würde ich sogar fast schon in Erwägung ziehen, gleich den Schlafsack zu holen. Wo auch immer ich den jetzt hingepackt da. Und dann gleich einfach mal wirklich eine Nacht draußen zu verbringen, wenn es nicht zu kalt ist dafür. Das weiß man ja nicht so genau. Durst und Hunger. Essen, trinken, 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 trinken. Ich habe nichts zu essen, aber das ist jetzt gerade ein kleines bisschen schlecht, aber das macht nichts. Bis zum nächsten Morgen wird es wohl halten, nicht? Tu so ohne Probleme, du mal eben so 12 Stunden wegknacken. Die Nacht ging, glaube ich, von 6 Uhr abends bis um 8 Uhr morgens, wenn ich mich nicht irre. Der Hunger hat sich irgendwie jetzt gerade gar nicht nennenswert verändert. Joa, gut, dann versuchen wir das gleich mal einmal hinzukriegen, auch mit dem draußen übernachten. Ich schlafe dann jetzt nochmal einfach ganz kurz bis 17.49 Uhr. Dann gehe ich nach draußen, hoffe, dass es dann nicht zu schlecht ist vom Wetter her. Und ja, Bombe. Das hört sich auf jeden Fall jetzt gerade schon wieder ganz toll an, als ob das Vorhaben schon direkt scheitern wird. Bevor wir angefangen haben. So. Mach fertig da. Dann einmal kurz in den Spind. Und das mit dem schlechtesten Zustand. Ich glaube nicht, dass das heute auch klappen wird. Ich glaube da nicht dran. Weil das ist schon wieder ganz schön am Pfeifen. Na komm schon. Soll ich schieben oder was? Oh, geht eigentlich. Minus 10. Das ist eigentlich so weit in Ordnung. Lass mal ein paar Bohnen reinhauen. So. Fühlt wie 6 Grad. Es wird sogar tatsächlich jetzt. Ach, guck mal. Ein Wolf. Der ist ja niedlich auch, ne? Schade, Feuer machen können wir gerade nicht. Wäre dann nämlich jetzt auch nochmal so eine Option gewesen. Ah, erstmal lecker die Kondensmilch hier wegschlabbern. Am Omnibus. 750 Kalorienchen draufgeknödelt. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. So. Ich würde sagen, kann man das drehen? Nee. Ich lege den mal hier neben die Tür einfach. Falls wir mal pinkeln müssen, können wir dann nach drinnen gehen. Wir stellen uns jetzt nicht irgendwie einfach an Strommast oder so. Wo entweder lege ich mich da jetzt rein und knack jetzt einfach mal 12 Stunden und riskiere es. Grad. Es wird gerade kälter. Ich glaube, ich lege mich tatsächlich hin und werde erstmal für 6 Stunden schlafen. Ich schlafe mal erstmal für 4 Stunden. Da dürfen wir, glaube ich, nicht erfrieren. Wenn doch, dann ist jetzt gleich Schicht im Schacht. Dann habe ich es leider vergeicht. Nö, uns geht super. Jetzt pennen wir auch noch bis zum nächsten Morgen durch. Ist mir jetzt total egal.
10 Stunden pennen, bis um 8 und 19. Oh, ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, das geht gut, Mädels, ey. Gut gegangen. Also, ich weiß nicht, ob es gut gegangen ist, aber auf jeden Fall habe ich die Errungenschaft geschafft. Deswegen heißt die auch Errungenschaft, weil man die nur schaffen kann, wenn man sie geschafft hat. Die Errungenschaft. Minus 5. Die erste Nacht haben wir durchgezogen. Ja, es ist die Frage, dürfen wir jetzt tagsüber... tagsüber drin jetzt mal ein paar Vorräte und dann müssen wir jetzt wirklich draußen bleiben. Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt total überfragt auch, ne? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Durst. Also erstmal die Stacys Traubenlimo rein. Das arme Stacy, was war der schon alles weggeklaut haben, ne? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall früh am Morgen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Restzeit? Verschlafen wir die einfach wieder? Hm. Könnte ich eigentlich mal machen. Ich glaube, die andere Errungenschaft war, man muss 3 Nächte hintereinander. Ich kann mal ganz kurz eben ins Steam-Menü gucken. Überlebe in einem Spiel 3 Nächte hintereinander im Freien. Okay, das heißt wahrscheinlich... Ja gut, ich muss jetzt nur ein bisschen auf die Zeit achten. Und dann gehen wir gleich wieder raus. Hoffen einfach mal, dass es nicht zu kalt ist. Und vor allem wärmen wir uns jetzt gerade mal eben hier schnell im Bettchen. Und zwar pennen wir wieder mal bis um 17.37 Uhr, damit wir pünktlich um 18 Uhr wieder draußen sind. Ich weiß, es ist jetzt gerade total spannend, was ich hier mache. Schlafsimulator. Naja. Aber muss ja halt auch sein. Irgendwie muss man ja die Tage voll kriegen. Wir haben ja jetzt hier, keine Ahnung, unendlich viele Vorräte an Fresseralien. Und, naja. Oh, Spitzenpfirsich. Oh, da hätte ich jetzt auch schon ein bisschen Lust hätte ich da drauf. Und natürlich auf die Gipfelbrause. Die ist auch immer ganz prima. So, Hunger, Durst ist okay. Kälte, ja, auch okay. Aber ich muss auf jeden Fall jetzt raus. Bitte, bitte, lass dich nicht so kalt sein, bitteschön. Geil. 7 Grad, also gefühlt wie 7 Grad. Da können wir auf jeden Fall wieder Stündchen lang schlafen hier draußen. Ach, ist das toll. Erstmal Schlafsack ausrollen. So. Dann nochmal ein bisschen was zu trinken. Lecker Wasser. Wascher, wascher, wascher. Und natürlich noch Kaninchen reinschieben, nicht? Also ohne Kaninchen gehe ich hier nicht ins Bett, meine lieben Freunde. Also das will ich jetzt gar nicht erst mit anfangen. Boah. Und Reh. Ach komm, ein bisschen Reh geht auch noch. Mal ein Kilo Reh nachgestopft. Alter, jetzt hast du mich aber erschreckt, Wolfi. Ja. Hat er sich aber auch erschreckt. Ist ja einfach weggelaufen. Kommt ja um die Ecke und jault mich an. Ich dachte jetzt so, huch, jetzt nicht, dass das jetzt hier so ein fieser Wolf war. So, ich glaube, das können wir jetzt direkt durchziehen, oder? Ich schlafe einfach mal. Ich mache das wieder mit den 4 Stunden. Erst 4 Stunden schlafen, dann den Rest bis zum nächsten Morgen um 8. Da kann man ein bisschen nachtrinken und gucken vor allen Dingen, was sich so temperaturtechnisch getan hat. Geil, 1 Grad. Trinken wir nochmal schnell einen Schluck und dann wird hier weiter gepennt. Ist auch noch nicht schön hier draußen. So, aber schon um 8.57 Uhr, würde ich sagen. Dann machen wir mal 7.58 Uhr. 10 Stunden schaffen wir, glaube ich. Könnten wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ich heiße zwar nicht Bob, aber ich kriege da trotzdem hin. Oh, da zieht ein Wind auf. Oh, wir sind ein bisschen unterkühlt. Aber... Ja, bei minus 18 Grad ist das jetzt aber auch nicht unbedingt verwunderlich. Also, nee, also minus 30 Grad tatsächlich. Es hat sich ein bisschen runtergekühlt im Verlauf der Nacht, würde ich sagen. Jo, dann hauen wir uns erstmal wieder Wasser rein. Und dann noch gleich ein bisschen was zu essen. Und dann müssen wir ins Bettchen. So. Ich sollte dann gleich eventuell in Erwägung ziehen, Lagerfeuer zu machen. Ich schlafe mal jetzt einfach bis 14 Uhr. Das sind schon mal wieder 6 Stunden. Dann geht die Condition schon mal wieder ein bisschen nach oben. Und wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit, um irgendwie Vorräte zu holen. Auch gerade für ein Lagerfeuer betreffend halt. Au, 85%. Das ist aber nicht so viel. Mal ein bisschen Reh essen hier. Das Reh aus Regensburg. Vielleicht kriege ich die Errungenschaft aber jetzt tatsächlich sogar noch hin.
Ich hoffe, der hat das jetzt gewertet. Ich habe, glaube ich, nämlich nicht gewartet, bis es. Oh, shit. Na, vielleicht hat es doch gereicht. Schlafen wir nochmal eben eine Stunde. Ne, 2 Stunden. 2 Stunden nochmal eben schlafen. Dann geht die Condition wenigstens nochmal ein bisschen nach oben. Und dann hoffe ich mal, dass es nicht zu kalt ist. Joa, ne, guck mal hier. Also 90%. Ein bisschen was erholt sich ja draußen wahrscheinlich auch. Also wenn es nicht wieder so richtig krass kalt ist wie letzte Nacht. Ich nehme auf jeden Fall jetzt mal 10 Hölzer mit einfach. Brandbeschleuniger nehme ich auch mit. Streichhölzer nehme ich auch mit. Und ich nehme natürlich noch ein Zunderbündel mit. Da nehmen wir mal 2 mit, für den Fall der Fälle. Na komm schon. Nicht immer daneben klicken hier. So. Was sagt die Uhr? Können wir noch eine Stunde schlafen? Ja. Dies ist gar kein Problem. Das geht ohne Problemchen. Eine Stunde schlafen, 17:24 Uhr haben wir es dann. Also wir sind aber wirklich eine verschlafene Gesellschaft. Das ist ein Träumchen. Ja. Raus aus der guten Bude. In den Schneesturm. Hoffentlich nicht. Snestorm? Snestorm? Bist du Snestorm? Ah, guck mal, da drüben ist ein Wolf. Der kommt gleich bestimmt wieder an. Ja, holt mich einmal von links an. Ach, da ist noch einer. Tschüss. Sag mal, rieche ich so streng oder was hauen die von mir ab? Ja gut, ich meine, wir sind ja jetzt schon seit 20 Tagen hier und haben noch nicht einmal geduscht, ne? Also, die ganze Zeit eingerollt in die ganz dicken Sachen hier. So, kann ich denn jetzt hier vielleicht mal ein Feuer machen? Standort für Objekt zu. Ah, okay. Wir müssen das quasi direkt unter unserem Hintern machen, damit das funktioniert. So. Ich mache dann mal ein Feuerchen an mit 0,5 Liter Petroleum und Zedernholz. Nee, Altholz, bitte. Und ja. So. 89%, es brennt 30 Minuten. Das heißt, hochgerechnet auf 10 Hölzer wären das dann immer 10. 300 Minuten sind 5 Stunden, ne? Ich glaube, es sind 5 Stunden. Das heißt, das reicht nicht für die ganze Nacht. Aber es ist ja zum Glück auch gerade gar nicht kalt. Das heißt, wir können ja schon mal den Schlafsack ausrollen. Lustige Muster in Schnee pinkeln. Das wäre auch nochmal ein Feature, ey. Da hätte ich auch Spaß dran. Nur einfach irgendwo schön irgendwie Namen hier reinschreiben. Überall. Auf der ganzen Landkarte verteilt. Oder so da hinten am Berghang. So in 10 Meter großen Buchstaben. So viel wie wir trinken, kriegen wir bestimmt hin in ein, 2 Tagen. Ja. Warum jetzt? Warten wir, dass es dunkel wird. 17:45 Uhr. Ich glaube, ich mache trotzdem schon mal Lagerfeuer an. Lagerfeuermann. Würde gerne ein Lagerfeuermann. So. Und dann nochmal Brandbeschleuniger. Und dann nochmal Altholz. Und wie lange brennt denn das Zedernholz? 1 Stunde. Okay, dann kommen wir auf 7 Stunden. Das wäre ja schon mal tatsächlich etwas. Ich habe Feuer gemacht. Boah. Hier ist auf jeden Fall schick und schön. Ah, tatsächlich geht jetzt hier gerade die Lufttemperatur nach oben, weil wir hier ein Feuer gemacht haben. Das ist ja auch extrem geckig, ne? Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, okay, da gibt ein bisschen Wärmebonus, aber die Lufttemperatur, die bleibt so. Ja, gefühlt wie 11 Grad, ey. Boah, da ziehen wir gleich erstmal den Anorak aus hier. Ein, 20 Minuten. Gut, ich schlafe mal gleich 4 Stunden. Das heißt, ich tue da mal jetzt so viel Holz rein, dass es für 4 Stunden reicht. Scheiße. 3 Stunden, 18 Minuten. 4 Stunden, ach komm, alles rein. 4 Stunden, da können wir auf jeden Fall 4 Stunden bedenkenlos pennen, gerade mal. Ja, tun wir den Schlafsack einfach mal beiseite, dann können wir ganz gut schlafen. Wir schlafen bei uns selber in der Tasche drin. So. Ich finde, der Button ist halt echt ein bisschen doof gelegt auch. Also, das ist, So, das Problemchen an der ganzen Geschichte wird jetzt sein, folgendermaßen. Wir haben nicht genug Altholz. Wir können jetzt nicht mehr reingehen.
Ist aber schön auch, ne, wenn es hier so rot ist, ne, mit dem Lagerfeuer. Also, ich würde hier sofort, am liebsten würde ich hier für immer bleiben. So, 42 Minuten noch. Lufttemperatur 4 Grad, Gefühl für 15. Boah, snacken wir uns gerade mal ein bisschen was zu trinken. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Restnacht mitspielt. Weil 40 Minuten haben wir noch Feuer, da werden wir nicht erfrieren. Aber danach wird es halt grenzwertig, ne, meine lieben Freunde. So, ich würde sagen, 9 Stunden, haben wir immer noch eine Stunde gespart. Wenn es jetzt nicht richtig, also krasser als minus 30 kann es ja eigentlich schon gar nicht werden. Und außerdem haben wir jetzt noch fast eine Stunde Wärmebonus gehabt. Der Mond ist aufgegangen. Okay, wir sind nur unterkühlt. Und ich habe das Achievement schon freigeschaltet. Von daher kann ich jetzt auch ruhig wieder reingehen. Ich glaube zumindest, dass ich es freigeschaltet habe. Ja. 3 Nächte hintereinander im Freien überlebt. Das ist doch mal ein guter Abschluss, um zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Hoffe ich zumindest. Dann gucken wir mal, dass wir das nächste Achievement angehen. Und das wird sein Pazifist. Wir sind ja schon bei 16 Tagen, 19 Stunden. Da fehlen ja nur noch dementsprechend 8 weitere Tage. Also, bis dann. Tschüss.